Nach den katastrophalen Wahlergebnissen bei den letzten Landtagswahlen für die Grünen haben einige Politiker dieser Partei versucht, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass diese Partei doch in der Lage ist, die Realität zu begreifen, dass sie doch in der Lage sind, Stimmung in der Gesellschaft zu erfassen. Aber einige Politiker dieser Partei sind so verbohrt, ja, sie sind so blockiert durch ihre ideologischen Vorstellungen, dass sie dazu schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind. Man hat den Eindruck, das ist so eine Art metaphysische Unmöglichkeit bei diesen Leuten. Und das sind keine unbedeutenden Politiker, das ist immerhin Bundesfamilienministerin Lisa Paus, also ein Mitglied der Bundesregierung. Ja. Lisa Paus ist allerdings eine der fanatischsten Grünideologinnen in dieser Bundesregierung und auch in der Grünen Partei. Also sie ist schon wirklich eine ziemlich heftige Nummer, was ja Ideologie betrifft. Ja. Und was hat sie zu diesem Attentat, zu dieser schrecklichen Tat in Essen, wo 31 Personen, zum Teil Kinder, verletzt worden sind, zum Teil schwer verletzt worden. Dieser Syrer hat 2 Brände gelegt. Was hat sie gesagt? Das Ganze ist ein Problem im Grunde genommen von Partnerschaftsgewalt. Das heißt, sie hat das Ganze völlig feministisch interpretiert und, wie Sie sich vorstellen können, hat das Kopfschütteln in der ganzen Republik provoziert. Was schreibt Frau Lisa Paus? Es zeichnet sich ab, dass die Anschläge in Essen, die die Menschen wirklich erschüttert haben, das war wirklich schrecklich. Möglicherweise haben Sie die ganzen Videos dazu gesehen. Also unglaublich. Ein weiterer schrecklicher Fall von Partnerschaftsgewalt sind. Das heißt, es ist eine feministische Interpretation der ganzen Angelegenheit, diese ganzen Angriffe des Syrers. Wir müssen Frauen und ihre Kinder mit dem Gewalthilfegesetz besser vor Gewalt durch Ex-Partner schützen. Das heißt, das Ganze ist ein Problem von der Gewaltbereitschaft von Männern gegenüber ihren Frauen. Allen Verletzten wünsche ich eine schnelle und vollständige Genesung, dank an die Einsatzkräfte vor Ort und die Menschen, die große Zivilcourage bewiesen haben. Ja, wie Sie sich vorstellen können, hat das Ganze wirklich zu einer Welle der Empörung geführt. Also allein unter diesem Tweet in X, ja, gibt es 2388 Kommentare und alle sind negativ. Also möglicherweise gibt es irgendwo einer, der ist positiv, ja. Ich habe natürlich nicht alle gelesen, aber ich habe so ein bisschen so geblättert, ja, um zu sehen, ob da irgendjemand etwas Vernünftiges, also etwas für Lisa Paus schreibt, ja, also vernünftig sicherlich dann nicht, ja. Aber es gibt nichts und ich muss gestehen, Sie werden das vielleicht für Schwäche interpretieren und vielleicht ist es Schwäche. Es ist das erste Mal, dass ich ein gewisses Mitleid gespürt habe für diese Grünen, weil ich habe gesagt, ja, wie kann man so werden, dass man so die Realität sieht, also so völlig verrückt, völlig verkehrt einfach, ja, also was kann man da machen, um diesen Menschen zu helfen? Ja, das war tatsächlich ein Gefühl, was ich dann irgendwie hatte. Vielleicht ist das Schwäche von mir. Ja, auf jeden Fall, ich werde Ihnen ein paar von den Reaktionen vorlesen, damit Sie sehen, welche Stimmung sich da erzeugt hat. Das heißt, die Leute haben wirklich total die Schnauze voll mit diesen Grünen, weil sie spüren, diese Leute sind wirklich zerstörerisch. Ja? Die Leute haben so eine Mentalität, eine Ideologie, dass sie dieses Land zerstören. Und solche Leute können nicht in der Regierung sitzen, ganz einfach. Ja? Also zum Beispiel jetzt Manuel Ostermann, das ist ein Pressesprecher der Polizei, Polizeigewerkschaft aus Überzeugung, erster stellvertretender Vorsitzender der Polizeigewerkschaft. Ja. Er hat Folgendes geschrieben. Wenn Sie, also das ist gerichtet an Frau Lisa Paus, den Sachverhalt in Essen mit dem wichtigen Thema der Gewalt in Partnerschaften durcheinander bringen, dann haben Sie nicht nur nichts verstanden, das sagt ein Polizist immerhin, sondern sind falsch im Amt. Erneut eine Bankrotterklärung. Leider kann sich Deutschland ihre Politik keinen Tag länger leisten. Und ich nutze die Gelegenheit, am Wochenende in vielen Kommentaren der ganzen Sonntagszeitungen in der Welt am Sonntag, auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und so, also die Sonntags-FAZ ist eine ziemlich linke Zeitung, aber selbst die haben gesagt, also diese Ampel kann nicht weiterbringen, das geht nicht. Also das ist völlig absurd und alle haben gesagt, also die sollten langsam abtreten. Das werden sie natürlich nicht tun, ich glaube nicht, dass das passiert, aber das ist so die Stimmung und das ist auch die Stimmung bei der Polizei, die sagt, mit diesen Politikern kann man überhaupt nichts anfangen. Oder zum Beispiel hier eine andere Dame sagt, Lisa Paus gefährdet, das ist eine Frau, ja, Lisa Paus gefährdet aktiv das Leben von Frauen und Mädchen in Deutschland. Erstens, ihre Partei öffnet die Grenzen für alle Männer aus frauenfeindlichen Gesellschaften. Ja, das sagt natürlich Lisa Paus. Sie sagt, ja, ich bin ganz feministisch und wir müssen jetzt die Frauen vor den fürchterlichen Männern beschützen, ja, mit diesem Gesetz da. Aber
Dazu hat sie kein Wort gesagt. Ja, das ist denn völlig egal. Und Frau Annalena Baerbock, die ja eine feministische Außenpolitik betreiben will, rein theoretisch, ja, sie sagt das auch überhaupt nicht. Also das ist ja denen völlig egal. Und zweitens, ihr Selbstbestimmungsgesetz erlaubt es jedem Mann, sich in Frauenräume zu identifizieren. Das heißt, es ist ja eine riesige Debatte. Ja, wenn jemand sagt, ich bin eine Frau, und er ist ein Mann, da kann möglicherweise zu Frauensaunas gehen, etc., etc. Es gibt gewisse Begrenzungen noch in diesem Selbstbestimmungsgesetz, aber die wurden im Nachhinein eingeführt. Das heißt, man musste quasi die Regierung zwingen, diese einzuführen, weil eben sehr viele Feministen haben sich waren wütend, ja, also Leute wie Emma, also Leute wie Alice Schwarz und so weiter. Und deshalb wurde das gemacht, aber ziemlich, ja, widerwillig, ja. Und ja, Sie sehen, oder zumal es gab ja einen Fall von einer, einem Fitnesscenter, ja, und zwar nur für Frauen. Und da wollte ein Mann hinkommen, der sich als Frau identifiziert. Und dann die Eigentümer gesagt, nein, das geht nicht, weil dann wäre ich meine ganze Kundschaft. Ja, ich muss meine Frauen beschützen. Ja, und da wollte eben tatsächlich die Diskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, dass diese Dame eine Entschädigung von, ich glaube, 1000 Euro zahlt, ja, dieser Person. Ja, und die hat sich geweigert. Die hat dann, ich glaube, gewonnen vor Gericht, ja, also sie hat das am Ende nicht bezahlt, aber Sie sehen die Stimmung bei diesen Leuten, ja. Das sind dieselben Leute, die sich als Feministen und die, man muss die Frauen hier schützen. Hier aber eine weitere Dame, das ist interessant, dass die Frauen so wütend sind auf diese Frau Lisa Paus. Ein weiterer Fall von Partnerschaftsgewalt, Fragezeichen. Wann gab es einen solchen Fall, bei dem ein Mann zwei Häuser anzündet, 31 Menschen dabei zum Teil lebensgefährlich verletzt, anschließend mit einem Transporter in Ladengeschäfte rast, um dann Menschen mit einer Machete auf offener Straße anzugreifen, weil ihn die Frau verlassen hat, Fragezeichen. Entweder halten Sie, also Frau Lisa Paus, die Bürger tatsächlich für selten dämlich oder Sie sind wahlweise selbiges oder bösartig. Ja, und ich kann das nachempfinden, dass Frauen so denken. Wie auch immer, hören Sie auf, die Leute für dumm zu verkaufen. Das ist sehr gut. Und jetzt ausnahmsweise eine Stellungnahme eines Mannes, ja, der auch sagt, ja, wenn Sie solchen Dummfug tatsächlich glauben wollen, bitte, Ausführungszeichen, aber gehen Sie mit solchen Schwachsinn und Ihren elenden Versuchen, die Menschen zu verkraftwort, bitte nicht den Rest der Menschheit auf die Nerven gehen. Verdammte Axt, so langsam habe ich die Schnauze voll von grün No-Brainer. Ich habe so erstmal das Wort gar nicht verstanden. Also Sie sehen, das ist die Stimmung, ja, und diese Stimmung wird einfach weitergehen, weil die Grünen sind, ich glaube, ja, irreparabel in ihrer Psychologie, ja. Wie gesagt, es gibt so ein paar, die werden jetzt nach vorne geschoben, also zum Beispiel diese Franziska Brandner scheint irgendwie etwas normaler zu sein, mal sehen, ja, das werden wir ja noch sehen in den ganzen kommenden Interviews, aber ein Großteil der Grünpartei ist einfach psychologisch, ja, in diesem Zustand. Was kann man da machen? Ja, also diese Leute müssen eigentlich aus der Politik komplett rausgehen. Das heißt, aus der Grünen Partei einen Verein machen. Dann machen sie Therapien, dann machen sie irgendwelche, ja, Kongresse, Tagungen irgendwie, Und vielleicht dann werden sie irgendwie vielleicht doch ein bisschen in der Lage sein, die Realität zu erkennen. Auch am Wochenende gab es eine ganze Reihe von Analysen der letzten Ereignisse bei den Grünen. Die ganzen Rücktritte des Bundesvorstandes, die ganzen Rücktritte der Grünen Jugend und so weiter. Und generell wurde gesagt, das Problem ist folgendes, dass diese Leute nicht die Bereitschaft haben, eben zu akzeptieren, dass die Grünen etwas falsch machen, beziehungsweise sie schlagen eine falsche Politik, weil sie eine falsche Ideologie haben. Und deshalb sagen sie, ja, nee, wir schneiden so schlecht ab in den Wahlen, weil eben, ja, dunkle Mächte es gibt, die gegen uns polemisieren. Es gibt Desinformationskampagnen im Kreml und so weiter. Also selbst linke Journalisten haben gesagt, das kann man doch nicht den Leuten bringen. Die Leute sind nicht dumm, ja. Die Grünen meinen offensichtlich, die Leute sind bescheuert. Wir müssen die ganzen Leute eben erziehen, entsprechend unserer grünen Ideologie. Ja, und das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Wie Sie sehen, es funktioniert weder in Deutschland und auch nicht in Österreich. Ja, da sind die Grünen erfreulicherweise auch total abgeschmiert.